Hallo und herzlich willkommen, liebe Skylanders-Freunde, zu einem neuen Skill-Video. Heute gibt es für euch ein Retro-Skill-Video, besser gesagt Sunburn. Jawohl, Freunde, nehmen wir mit. Zack, drauf hier mit dir, Sunny. Und dann gehen wir Gas. Schön knusprig. Ja, schön knusprig. Ein knuspriges Hähnchen. So, Freunde, Sunburn. Ich nenne ihn einfach nur Sunny. Komm, Freunde, ne? Sieht gut aus. Wenn wir schon mal gut drauf sind, dann möchte ich auch einen Spitznamen einschalten. Ich nenne ihn einfach nur Sunny. Nicht übel. So, natürlich ist das nicht übel, Sunny. So muss das doch sein. So, Freunde, Sunny. Ne, Sunburn aus Serie 1, Spyro's Adventure. Habe ich noch eingepackt, weil damals war ich ja noch der gewesen, der seine Figuren immer schön eingepackt gelassen hat. Mittlerweile geht mir einfach der Platz aus. Aber wenn ich bald in meiner neuen Wohnung bin, dann werde ich das bestimmt wieder alles schön eingepackt lassen. So, Freunde, Kräfte. Fangen wir damit an. Und zwar Flammenatem. Drücke und halte Fierk vor einem Flammenatemstrahl und Opferungsteleportation. Versetz dich an einem anderen Ort und hinterlasse schädliche Flammen. Yeah. Der alte Phönixvogel. So, Freunde, hier haben wir diesen Flammenatem. Da seht ihr es. Zieht 28er Schaden mehrmals ab. Mehrmals, wohlgemerkt. Und diese Teleportation haben wir hier vorne. Reicht doch nicht so weit, Freunde. Da seht ihr es. Zack, zack. Zieht auf jeden Fall 48er Schaden ab. Ist in Ordnung. Für den Anfang ist das in Ordnung. Wie gesagt, ich weiß selber noch gar nicht, worauf wir skillen, Freunde. Vielleicht werde ich das von der Seelensteinfähigkeit abhängig machen, die jetzt hier noch gar nicht steht. Ich werde stärker. Sieht gut aus. Warum steht die da nicht? Aha, okay. Müssen wir gleich mal gucken, Freunde. Vielleicht steht die dann ja gleich da. Jetzt fangen wir an, Freunde, und zwar gelenkte Teleportation. Steuere die Richtung deiner Teleportation. Halte Kreis, um die Teleportation zu verzögern. Yes! Abgefeuert. So, Freunde, ihr seht es jetzt. Wir haben jetzt an vier Richtungen, rechts, links, oben, unten, haben wir jetzt jeweils Flammen. Und ich kann dann bestimmen, wo ich jetzt hin will. Jetzt wollte ich nach unten, Freunde. Jetzt gehen wir nach rechts. Jetzt gehen wir nach oben. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Und jetzt gehen wir mal ganz, ganz weit nach links. Da wollten wir eigentlich, sind wir aber nicht. So, sehr gut. Und jetzt kommen wir halt immer so steuern, ne? Ist doch schon mal was Ordentliches. Ne? So kann der Gegner das schlecht einschätzen. Ne? Wo geht er jetzt hin? Wo versteckt er sich jetzt wieder? Wo teleportiert er sich hin? Ne? Ja, schon cool, muss ich sagen. Flammenhauch. Der Flammenhauchangriff bewirkt mehr Schaden. Ich finde das Auge voll cool, wie sich das so bewegt. So, boah, finde ich richtig gut hier am Skylander. Guck mal. Boah, richtig geil. Der sieht auch richtig geil aus, ne? Boah, richtig Hammer. Echt schade, dass sie hiervon keine weitere Figur gemacht haben. Ne? Da bringen sie lieber so ein Gilgwand und Jetpack 100.000 mal raus, ne? So, Freunde, 39er Schaden jetzt hier am Mann, ne? Sehr gut. Und ihr seht es auch schon, der Strahl ist auf jeden Fall heftiger geworden, ne? Sehr gut. Guck mal. Juhu. Voll geil. Dann haben wir Phönixsturm. Drücke Dreieck für einen Phönixsturm. Und dann kommen wir auch gleich zu den Wegen schon, Freunde. Abgefeuert. Wow. Habt ihr es gesehen, Freunde? Zack. Da sind wir so. Das sieht aus wie eine Ente, ne? Das sieht aus wie eine Ente, Freunde. Soll aber bestimmt Phönix sein. Und dann rasen wir auf den Gegner zu, zieht 60er Schaden ab, ne? Freunde, so muss das sein. So muss das sein. Ganz einfache Attacke. Und jetzt haben wir auch die Seelenstein-Attacke natürlich hier. Opferflamme. Die Flammen, die nach dem Teleportieren zurückbleiben, bewirken mehr Schaden. Okay. Und dann schauen wir uns gleich die Vega an. Hitzewelle. Ja, Freunde, da seht ihr jetzt 68er Schaden. Ziehen wir jetzt ab. Gerade waren es ja nur 45 oder 40 oder 45 gewinnen, jetzt 68er Schaden, ne? Das ist doch schon mal ordentlich, Freunde. Das ist doch schon mal wirklich gediegen, muss ich sagen. Und jetzt haben wir hier die Wege, Freunde. Haben wir einmal den Feuerdrache, entwickle Flammenangriffe weiter oder den Flammenherr, entwickle deine Teleportationsfähigkeiten weiter. Ich muss ja persönlich sagen, ne? Ich würde jetzt auf den Feuerdrachen gehen. Aber da ich weiß,
dass die Seelensteinfähigkeit was mit der dritten Attacke, also mit der Teleportationsfähigkeit zu tun hat. Ne, hat sie gar nicht, ne? Hat sie gar nicht. Hat sie gar nicht. Nein. Hat sie nicht. Nee. Da ist ja die dritte Attacke. Dann gehen wir auf den Feuerdrachen, Freunde. Ganz normal. Ganz normal gehen wir auf den Feuerdrachen. Weil das ist seine Hauptattacke, Freunde, hier mit dem Flammenangriff. Und ich hoffe, dass wir unendlich lange diesen Angriff machen können. Danke. Ewige Flamme. Benutze die Flammenhauchangriffe, Angriff endlos. Abgefeuert. Spitze. Jawohl. Cool, oder nicht? Cool, ne? Cool ist auch, dass wir uns eigentlich locker flockig dabei so bewegen können. Guckt euch das mal an. Das ist Hammer. Das ist Hammer. Bereit für eine coole Attacke, wirklich coole Attacke. Immense Hitze. Halte den Flammenhauchangriff lange genug für mehr Schaden. Hitzewelle. Boah, Freunde, 78er Schaden und guckt euch das mal an hier. Wie lange und wie oft und wie schnell. Alter. Alter. Richtig heftig, Freunde, richtig heftig. Haha, krasse Sache. Hammer. Bereit für eine Hammer. Großes Phönixfeuer. Halte den Flammen auch lange genug, um vom Flammen umgeben zu werden, um mehr Schaden zu bewirken. Feuer um uns, Feuer, Feuer um uns. Schauen wir mal. Jetzt können wir aber uns nicht... Doch, jetzt können wir uns wieder bewegen, Freunde. 117er Schaden hier am Mann. Und Freunde, sogar wir selber auch können Schaden machen. Guckt euch das an. Boah. Aber wir sind nicht mehr so schnell wie vorher. Aber was soll's? Egal, Freunde. Ist doch egal. Wenn der Gegner zu uns kommt, kriegt er direkt. Hammer. Hammer. H-A-M-M-E-R. Hammer. Boah, und die sieht übelst geil aus, diese Attacke. Auch noch dabei, ne? Hammer. Flug des Phönix. Der Phönixsturm hält länger an, bewegt mehr Schaden und endet mit einer Explosion. Abgefeuert. Boah. 120er Schaden, Freunde. Danach explodieren wir. 68er Schaden. Und ihr seht schon, Freunde, wir haben uns auch geändert. Seht ihr das? Wir haben uns hier auch geändert. Coole Sache. Wenn wir das richtig anstellen, 168er Schaden hier am Gegner, ne? Freunde, so muss das sein. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal in Brocks Arena an. Komm her. Ja, selbstverständlich habe ich Bock da jetzt gegen dich zu kämpfen, gegen deine Leute hier. Ja, komm, gib mir mal ruhig schnapp die Kugel, dann störe mich da nämlich diese ganzen Dinger da nicht. Da diese Bomben, die da runterballern. Schön knusprig. Ja, Sunny. So läuft das, Sunny. So, behalt den Ball. Wir wollen hier die richtige Stärke sehen, Freunde. Ne, wenn schon, dann aber auch richtig. Ja, bam! Boah, jetzt, Freunde, jetzt! Haha, Baby! Keiner kann uns mehr was! Wir sind das Feuer, wir sind die Macht! Ja, komm hier rein, komm ins Glück! Knuspriger Brokkoli! Schön knusprig! Da seht ihr das, Freunde, guck mal, der Gegner, der kann zu uns kommen, ne, aber der kriegt von hinten, kriegt der, ah, jetzt hat er, ja, okay, der Kuckucklocker, gib mir mal bitte den Ball, gib mir mal bitte den Ball, jawoll, nein!
Liegt daran, weil wir doch so schwach auf der Brust sind, Freunde. Machen wir nochmal. Freunde, liegt aber auch nur daran, weil wir so schwach auf der Brust sind. Also ich meine damit in der Verteidigung. Wir haben erst Level 2, ne? Schön knusprig. Ja. Yeah. In dieser Arena. Die Attacke ist jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Nee, die ist gar nicht gut. Stufenaufstieg. Hey! Mach mir doch den Stufenaufstieg. Sag ich doch, danke. Hitzewelle. Ja. So, Freunde, jetzt sind wir wieder im Element, Freunde. Ja, jetzt hat er uns wieder eingegeben. Oh, da ist dieser hässliche Kuckuckklocker. Wieder dieser Kuckuckklocker. Ich hasse ihn, ne? Also, wir sind auf jeden Fall noch schwach in der Verteidigung. Wir sind zu treffen, Freunde. Wir sind zu treffen. Auch wenn wir hier komplett in Feuer sind, wir sind zu treffen. Aber die kleinen Gegner haben schon Probleme, muss man sagen. Stufenaufstieg. Abgefeuert. So, und jetzt einmal noch den Phönix-Angriff. Ja, wir sind da schwach, Freunde. Wir sind einfach da schwach. So. Oh, jetzt kommt ein Schrednord. Okay, das war einfach. Das war wirklich einfach. Aber wie gesagt, Freunde, wenn wir da mitten in viele, viele Gegnergruppen stehen, dann haben wir definitiv ein Problem. Das muss man ja mal wirklich so sagen, wie es ist. Muss man ja mal so sagen, wie es ist. So, Freunde, das war's von mir wieder gewesen. Das war das Skill-Video zu Sunburn. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir damit einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Ich wünsche euch was, Freunde. Dankeschön, haut da rein und tschüss.